Verstehe. Sitzt du bequem, lehn dich zurück und schließe deine Augen. Und jetzt erzähle mir, was du gerade in diesem Augenblick in deinem Bewusstsein wahrnimmst und siehst. Verstehe, 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 verstehe. Diese Form der Selbstbeobachtung war im 19. Jahrhundert die bevorzugte Art und Weise der psychologischen Behandlung der Gründerväter und Pioniere der psychologischen Forschungsmethode. William James beschrieb 1890 in seinem Buch Prinzipien der Psychologie, dass der Begriff Selbstbeobachtung gar nicht explizit beschrieben werden müsse. Denn er bedeutet einfach ganz natürlich, dass die Person sich selbst beobachtet, also in seinen eigenen Kopf hineinschaut, um dann zu berichten, was er dort findet. Die Ärzte von Wilhelm Wundts Labor der Universität Leipzig mussten sich jahrelang damit beschäftigen, sich diese Methode des Hineinschauens, das Gesehene richtig Interpretierens, auch zu erlernen. Das Labor von Wilhelm Wundt gilt als das erste experimentelle psychologische Labor. Das Ziel? Die Bestandteile der bewussten Erfahrung zu entschlüsseln, obwohl diese Methode einfach klingt. Man legt sich hin, schaut in sich hinein und berichtet, was man sieht. Führte diese Methode unter den Pionieren der Psychologie zu heftigen Auseinandersetzungen. Unter anderem Edward Titchener, ein Psychologe und ein ehemaliger Schüler Wundts, war mit dieser Methode nicht ganz einverstanden. Er war der Ansicht, dass es zu Stimulusfehlern kommen könne. Denn wir Menschen haben Schwierigkeiten damit, genau und exakt zu beschreiben, was wir sehen, unabhängig davon, was wir davon empfinden, wenn wir es sehen. Dabei geht es nur um die Sinneserfahrung, das, was wir mit dem Auge sehen. Welche Farbe hat es? Wie groß ist es? Wie ist es beschaffen? In welcher Position liegt es? Auf welche Art und Weise liegt es? Diese reine Beobachtung des Ist-Zustands ist gar nicht so einfach für den Patienten festzustellen und neigen sehr schnell dazu, zu berichten, welche Gefühle es in uns stimuliert. Klar ist, niemand hat einen so direkten und klaren Zugang zu den Gedanken wie man selbst. Also bleibt die Selbstbeobachtung nach wie vor, trotz der Erfindung von Hirnscans, eine wichtige und maßgebliche Methode. Mit dem Aufstieg jedoch des Behaviorismus und der steigenden Erkenntnis, dass viele unserer geistigen Prozesse eigentlich unbewusst ablaufen, verlor die Selbstbeobachtung als allgemeingültige Methode an Wichtigkeit. In der Selbstbeobachtung ist es schwierig festzustellen, ob der Patient beispielsweise einer Manipulation ausgesetzt ist. Im Behaviorismus jedoch läuft es wie eine mathematische Formel. A-Impulse wurden ausgesendet, B-Reaktionen haben sich ergeben. Schlussfolgernd ergibt sich die Diagnose C. Diese reine Methode, eine Erkenntnis über den Patienten zu gewinnen, schien über die Zeit dann doch gewichtiger zu sein. Das Ziel der Selbstbeobachtung ist, dieses komplexe Gebilde eines Menschen und der menschlichen Psychologie anhand von kleinen Puzzleteilen irgendwie zusammenzusetzen, damit sich dadurch ein klares Bild ergeben kann.